Idee, diesen Kanal zu machen, kam es gut vor 7 Jahren, weil ich vor 7 Jahren nach Deutschland gekommen bin. Das war so, als ich hier kam, hat mir so ein Kanal gefehlt. Aber damals, als der Frischlinge hier in Deutschland, dachte ich mir, ja, ich brauche sowas, brauche auf jeden Fall Materialien. Ich habe auch im YouTube recherchiert, natürlich ein paar Videos habe ich schon gefunden. Das war eigentlich keine, nur eine große Kanale, das war nur so eine kleine Playlist oder so eine einzige Video, die hat sich nur um die medizinischen Bereiche konzentriert. Aber es war gar kein richtiges Kanal. Und naja, dann einige Jahre dann später, als ich schon meine Deutschsprache, ich finde, dass meine Deutschsprache schon besser war, dann dachte ich mir, vielleicht Stanisław, das kannst du so einen Kanal selbst erstellen. Warum nicht? Ja, dachte mir. Dann hat es so angefangen, auf jeden Fall erstmal mit einem Video, dann mit zweiten und dritten, da wollte ich schauen, was für eine Rückmeldung wird. Naja, aber natürlich, ich habe mir damals auch gar keine großen Hoffnungen gemacht, so ein großer YouTuber zu sein, ja, das ist so wie Gewinn im Lotto, kann man so sagen. Oder die Chance ist größer, aber kann man so sagen, so erfolgreich zu sein, ist das nicht so einfach, auf jeden Fall. Ich habe diese 3 Videos hochgeladen, ich habe die liegen lassen. Aber nach einigen Monaten habe ich das gesehen, dass den Zuschauer, also die waren immer mehr. Und immer mehr Abonnementen haben, also immer Leute, ich habe immer mehr Abonnementen gehabt. Und die Leute haben sehr gerne das abonniert. Erstmal war einmal in der Woche, zweimal, dreimal, fünfmal, zehnmal in der Woche. Da war immer mehr, immer mehr. Ich habe langsam E-Mails bekommen. Ich habe langsam, also sehr viel Kommentare auf jeden Fall bekommen. Nach der Frage, wann kommen die nächsten Videos? Bitte helfen Sie mir. Ich habe so einen Kanal gesucht. Okay, dann dachte ich mir, vielleicht, wenn es schon ein größeres Interesse ist. Ich glaube, das war schon, waren 120 Abonnenten. Ah, okay, dann lade ich noch ein Video. Zweite, dritte, erstmal einmal im Monat, dann dreimal im Monat, viermal im Monat. Bach. Und das Interesse war so groß. Also ich bin auf jeden Fall sehr stolz eigentlich schon darauf, dass ich jetzt in dieser Zeit über 8000 Abonnementen gesammelt habe. Also für mich, das sind gute 8000 Gründe, warum ich das weitermache, warum mache ich diese Videos. Also die helfen mir auf jeden Fall, die Zuschauer, die aufmuttern mich, die wollen, die zeigen die Interesse, schreiben mir die Kommentare, suchen den Kontakt. Deswegen habe ich diesen Kanal gemacht. Deswegen mache ich diesen Kanal. Ich will das weitermachen. Also die Themen sind viele. Also die Themen kommen eigentlich aus dem Praxis, Arbeitsalltag, weil ich selbst Krankenpfleger bin. Es ist eigentlich nicht so schwer. Aber natürlich, dafür brauche ich einige Materialien. Mein Publikum, das weiß ich schon, also über 70% auf jeden Fall, das sind die Leute aus dem medizinischen Bereich. Woher weiß ich das? Aus den Kommentaren, E-Mails. Facebook auch, weil ich jetzt eine Facebook-Gruppe erstellt habe. Das ist zwar nur erstmal 200. Aber die Leute schon hier, 90%, das sind nur aus dem pflegerischen Bereich oder beziehungsweise aus dem medizinischen Bereich. Der Rest Leute, das sind Leute, die schon Interesse haben, so einfach den Wortschatz zu verbessern oder zu verbreiten, so einfach. Und das haben sie auch Interesse. Ich habe auch einige Videos so gemacht, die kann man auch helfen, also nicht nur für den Pflegebereich, wie Visite beim Gynäkologe, weil das hat mir auch meine Frau damals gesagt, vor einem Jahr. Es ist eigentlich auch nicht schlimm, wenn du einfach ein Video machst, nicht für den nur medizinischen Bereich. Zum Beispiel, ich bin eine Dame, ich bin eine Frau hier in Deutschland, die wenn ich so auf Deutsch spreche, oder die war noch nie beim Frauenarzt. Mach ein Video, Besuch beim Frauenarzt. So einfach ist es. Ja? Funktioniert. Also das funktioniert ganz einfach. Jede Woche muss ich so einige Materialien sammeln. Also erstmal muss ich ein Thema finden, das ist klar. Also Themen, da kommen, die Themen sind überall Krankenhaus finden, in der Rehabilitation oder wo ich gerade arbeite, in der Reha-Klinik, also aus dem Arbeitsalter. Und dann finde ich so einen Thema,
suche mir dazu Materialien eventuell, weil ich will auch sicher sein, dass die Leute aus meinem Video auch lernen, also richtige Deutsch lernen. Das ist, weil ich selbst Ausländer bin, kann es sein, dass ich will nicht, dass die in Schwierigkeiten geraten, dass die was Falsches lernen, auf jeden Fall. Also hier hilft mir auf jeden Fall meine Erfahrung aus dem Arbeitsalltag, aber natürlich, man muss auch dazu was lesen. Und auch muss ich auch meine Kollegen, meine Arbeitskollegen ab und zu was mal fragen, wenn es geht um die grammatische Sache, die können mir auch dabei helfen. Ich mache so ein Video, also ich mache beziehungsweise diese Präsentationen und dann versuche ich, die hochzuladen. Also jetzt, wenn mir das tatsächlich gelingt, ich versuche das nur einmal in der Woche, weil ich bin, wie gesagt, Krankenpfleger, berufstätig und wenn ich schon da die Zeit dazu finde, also findet es schon die Zeit, ich versuche, die Zeit zu finden, dann, wie gesagt, dann lade ich einmal in der Woche solche Video. Die Sprache in der Arbeit im Ausland, ja, das ist enorm wichtig. Das ist sehr wichtig auf jeden Fall. Die Pflege vor allem, man muss sich kommunizieren. Deswegen ist das auch wichtig, Deutsch sprechen zu können. Pflege, wir kommunizieren uns ständig, wir sprechen ständig, ja. Wir schreiben Berichte, nicht nur, wir sprechen mit den Ärzten, wir sprechen mit den Therapeuten, wir sprechen mit den anderen Menschen, ja. Also wir konzentrieren sich nicht nur an dem Gespräch bei den Patienten, natürlich, das ist auch wichtig. Also ich mache ihnen Spritze, ich wechsle ihnen den Verband. Was möchten sie zum Frühstück essen, was möchten sie zum Abendessen essen? Nein, das ist wichtig, aber der Patient, manchmal, der kommt dann zu dir oder der fragt dich, ah, was für ein Wetter ist heute? Ja, dieses Smalltalk, diese 5-Minuten-Gespräch, das ist für ihn sehr wichtig. Also dafür sollte man sich kommunizieren, damit man mit dem Patienten auch unterhalten kann. Und vor allem ist ganz wichtig, mit den anderen Berufsgruppen im Krankenhaus oder in Pflegeeinrichtung oder wo sie da arbeiten, auch kommunizieren können. Danke für die alle Zuschauer, für ihr positives Feedback, für die alle Kommentare. Für mich ist ganz wichtig, dass ihr dabei bleibt, dass ihr nicht aufgibt, dass ihr weiter Deutsch lernt, dass ihr eure deutsche Sprache verbessern könntet. Ich bin Stanisław Kosiedowski, ich bin Ausländer, ich weiß es, wie schwer hier war, ja, am Anfang. Deswegen, ich versuche dir, so wie es geht, dir zu helfen, dein Deutsch zu verbessern, also bleib bei mir.